Und Druck verspürt aktuell oder müsste eigentlich auch Edin Terzic bei Borussia Dortmund verspüren. Und wir schauen mal, was er zu diesem Thema sagt und ob er das genauso empfindet. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht gesagt, dass ich den Druck nicht gespürt habe, sondern dass es mich nicht gewundert hat, dass diese Drucksituation dann entsteht, für die wir selbst verantwortlich waren, durch die gezeigte Leistung, besonders letzte Woche in der zweiten Halbzeit gegen Hoffenheim. Ja, dass es dann nach solchen Leistungen Gegenwind gibt bei Borussia Dortmund, das ist für uns nichts Neues. Nur wichtig ist es für mich, das nicht zu nah dran zu lassen. Wenn wir jetzt über Verunsicherung sprechen in den ersten 30 Minuten, dann ist es meine Aufgabe als Cheftrainer und die Aufgabe von uns als Trainerteam, davor wegzugehen, Ruhe auszustrahlen, den Jungs wieder die Möglichkeit zu geben, Anker zu setzen, wieder ins Spiel zu finden, die Einfachheit des Spiels in den Vordergrund zu rücken. Wir haben einige Dinge liegen lassen, besonders jetzt in den letzten beiden Spielen in der Bundesliga. Die müssen wir uns zurückholen woanders. Das ist uns heute gelungen durch einen Auswärtssieg in Berlin. Und damit sind wir heute zufrieden, aber wir wissen, dass es jetzt weitergehen muss. Herr Bobic, wenn Terzic gestern verloren hätte bei Union, glauben Sie, dann wäre er jetzt noch Trainer? Ich glaube, dass die Diskussion ziemlich hart geführt gewesen wäre, wenn es so gekommen wäre, dass man das Spiel hätte verlieren sollen. Es ist nicht dazu gekommen. Er fightet weiter auch. Ja. Er fightet natürlich auch gegen das Restprogramm. Das wird ein sehr hartes Restprogramm, was der BVB hat. Und natürlich auch um die Launigkeit, um die bisschen latente Unzufriedenheit, die im Dortmunder Umfeld so herrscht, das spürt man einfach auch. Ja. Irgendwie, wenn die Mannschaft immer mal so ein, zwei vielleicht mal gute Spiele gemacht hat, dann bricht sie wieder ein. So eine Selbstzufriedenheit, gegen diese Selbstzufriedenheit kämpft er auch ein bisschen an, dass er das mit der Mannschaft hinbekommt. Bis jetzt ist noch alles im Lot, aber es ist nicht so gefestigt, wie man es vielleicht vom BVB kennt. Die Dortmunder haben es natürlich besser als die Bayern. Die haben schon den Schattentrainer mit auf der Bank, weil alle gehen davon aus, Nuri Sahin übernimmt, wenn Terzic gehen muss. Ja, kann nur Sebastian Kehl entscheiden oder sagen. Oder genauso Aki Watzke, ja, als der große Chef dann auch, ob das wirklich dann so ist, ja, dass man dann vielleicht nur mit dem Co-Macher weitermachen möchte. Aber erstmal hat Edin, glaube ich, weiter die Chance verdient. Weil das war gestern wieder so ein typisches Spiel, BVB unter Druck. Und sie haben abgeliefert. Ne? Und sie haben echt gut abgeliefert gestern auch, wenn es am Anfang ein bisschen schwierig war. An der alten Försterei ist es nicht einfach, aber sie haben abgeliefert. Das muss man auch respektieren. Jetzt ist es ja so, dass die Ergebnisse an sich gar nicht so verkehrt sind bei Dortmund. Aber nichtsdestotrotz, weiter hat man das Gefühl, da herrscht Krisenstimmung. Warum denn nun eigentlich? Naja, die Ansprüche in Dortmund sind schon gewaltig. Und nach der verpassten Meisterschaft ist natürlich Champions League erreichen, also Platz 4, das Minimalziel. Aber gefühlt ist der BVB ja immer so der Meister im Wartestand. Jetzt gehen die Leverkusener vorbei oder ziehen an allen vorbei. Das ist natürlich eine Situation, die in Dortmund Bauchschmerzen macht. Und dass man sich jetzt auch noch mit Leipzig um den Champions-League-Platz kabbeln muss, dass man nicht attraktiv spielt, da kommt schon eine Menge zusammen. Wobei man sagen muss, gerade zu Beginn der Saison hat Dortmund ja auch zwei Gesichter gezeigt, weil in der sogenannten Todesgruppe F in der Champions League, wo man ja die stärksten Gegner in der Gruppenphase hat, ist Dortmund als erstes Team weitergekommen. Ja, ich sage immer, wenn sie unter Druck waren irgendwie und was Spezielles abliefern mussten, dann haben sie es eigentlich irgendwie immer hinbekommen. Ja? Das war ja gestern so, es war in der Champions League so, wo man sie eigentlich schon rausgeschrieben hat so ein bisschen. Ne? Und da haben sie abgeliefert. Also da ist ja Qualität in der Mannschaft. Es ist ja nicht so, dass da keine Qualität ist. Aber sie rufen es halt nicht konstant genug ab. Deswegen sind sie jetzt gerade so ein bisschen in der Bredouille, weil es ist schon gefährlich. Man guckt sich das Restprogramm an von Leipzig, von Dortmund. Keiner hat mit Stuttgart gerechnet. Das sind die Spielverderber. Ja? Und man sieht sich natürlich auf Augenhöhe oder fast auf Augenhöhe immer im Titelkampf vielleicht mit den Bayern. Aber da sind sie weit, weit weg, weil das macht Leverkusen jetzt. Nach unseren Informationen ist es auch so, dass man in Dortmund durchaus einen etwas größeren personellen Umbruch in der Mannschaft plant im Sommer. Glauben Sie denn, dass die Zeit von Reus und Hummels jetzt gekommen ist, dass man im Sommer sagt, so, das war's, sollten die sagen, adios BVB? Das muss man bewerten, glaube ich. Ich meine, es ist immer gut, wenn du Spieler natürlich hast, die so eine Identifikation zu einem Verein haben, ja, die auch einiges für den Verein auch geleistet haben. Die Frage ist, und das musst du dir intern stellen, sind es auch noch die richtigen mit neuen Spielern, die wir dazu bekommen? Ja, können die eine Art Funktion haben, auch wie die Integrationsbeauftragte, aber noch auf dem Platz auch noch was bringen? Ja? Wie wichtig sind sie sportlich, aber genauso für die Mannschaft? Ja? Ich glaube, das ist immer das. Ich habe das immer sehr gerne gehabt, Spieler mit großen Verdiensten. Aber haben Sie das Gefühl, dass die sportlich noch so wichtig sind? Am Hummels schon, auf jeden Fall. Bei Reus war es so mal so. Jetzt hat er wieder ein paar bessere Wochen gehabt. Dann war es mal ein bisschen so schwankend. Ne? Aber die Frage ist halt, wie auch in der Mannschaft, was du da brauchst. Ja? Ich rede immer von dieser geschlossenen Einheit. Ja? Da spielen die oft einen ganz wichtigen Faktor, weil sie natürlich den Verein leben und auch kennen. Ja, von Gefühl klein auf. Ja. Und deswegen sind solche Spieler eigentlich auch immer
immer wichtig in der Truppe zu haben. Aber es ist so, man wird es am Ende der Saison bewerten müssen. Noch ist die Messe nicht gelesen und wir müssen schauen, wo sie rauskommen am Ende. Ja. Eine Personalie wird auch noch hitzig diskutiert, Walter. Und wenn Freddy Bobic schon sagt, diese Personen sind wichtig oder diese Spieler für die Mannschaft wichtig oder noch wichtiger, ist natürlich der Kapitän auf dem Platz. Und da fragt sich aktuell fast jeder, warum ist denn Emre Can beim BVB noch Kapitän? Ja, das ist eine Frage, die kann ich auch nicht beantworten. Ja. Die weiß nur einer und das ist Edin Terzic, der hält an seiner Entscheidung fest, auch wenn sie viel kritisiert wird. Sagen wir mal so, er trägt die Binde spazieren. Das heißt ja nicht, dass er in der Kabine und sonst auch so der Kapitän ist. Und ich glaube, Kapitän muss man auch durch Leistung sein. Und da hat Emre Can nicht so viel geboten bisher. Herr Bobic, wir haben natürlich jetzt noch die beliebteste Rubrik hier bei Bildsport mit Ihnen vor. Und die nennt sich Stimmt oder Stuss? Herr Bobic, heißt, wir stellen Ihnen eine These vor und Sie dürfen dann mit Stimmt oder Stuss antworten. Bevor wir die erste These an Sie stellen, möchte ich noch dazu sagen, dass Sebastian Kehl ja aktuell in einer anderen Sendung zu Gast ist, beim anderen Sender. Und im Doppelpass hat er wohl auf die Nachfrage, ob er sich denn den Job von Aki Watzke vorstellen könnte, Folgendes gesagt. Ich werde hier kein Bewerbungsschreiben abgeben, aber für mich ist das ein logischer Schritt. Wir widerlegen das, weil wir Ihnen die These stellen, Freddy Bobic wird 2025 Nachfolger von Aki Watzke beim BVB. Stimmt oder Stuss? Stand jetzt Stuss. Aber Stand jetzt. Könnten Sie sich vorstellen, gehört? Stand jetzt im Fußball ist immer so eine Sache. Das hat Niko Kovac gesagt, aber es ist ja auch ein Fakt. Ich meine, deswegen habe ich es bewusst auch gesagt. Ja? Ja. Du weißt ja nicht, was in ein oder zwei Jahren ist. Ja? Das weißt du ja nie. Und es hat nichts damit zu tun, jetzt irgendwo dich da ins Spiel zu bringen, sondern es ist, wenn Sie mich jetzt heute fragen, Stuss. Gut, du hast Stand jetzt gesagt, diese Gerüchte wabern ja in Dortmund rum. Diese Stimmt- oder Stuss-These kommt ja nicht von ungefähr. Sind dir die auch schon zu Ohren gekommen? Ja, Gerüchte sind ja super, ne? Aber du musst auch mit Menschen sprechen. Aber wenn du bis dahin noch mit keinem gesprochen hast, dann sage ich, es ist Stand jetzt Stuss. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Aki Watzke bleibt ja noch bis 25. So ist es. Wie ist denn deine persönliche Situation eigentlich? Man hat gelesen, du hast einen Prozess gegen die Hertha BSC geführt. Da geht es noch um ausstehende Gehaltszahlungen. Sie haben dich fristlos damals gekündigt. Soweit ich weiß, ist die fristlose Kündigung vom Tisch. Jetzt geht's. Nein, die ist nicht vom Tisch. Nein. Also die ist ja noch. Es gibt ja ein Nachverfahren für die fristlose Kündigung am 27.05. Genau, das habt ihr ja auch groß berichtet. Es ist so, dann werden die letzten Details geklärt. Im Endeffekt gibt es noch ein paar Sachen, die geklärt werden müssen. Bin ich ja ganz guter Dinge. Und sonst haben wir die ordentliche Kündigung. Und ich glaube, gegen die habe ich ja im Endeffekt auch geklagt. Die hat das Gericht abgelehnt, was aus meiner Sicht auch irgendwie voraussehbar war, was auch nicht so schlimm ist. Bedeutet aber für mich, dass ich morgen wieder anfangen könnte, irgendwo zu arbeiten. Müsste nicht mal meinen ehemaligen Arbeitgeber fragen. Also, das ist auch eine sehr angenehme Geschichte. Theoretisch wäre der Weg für den BVB frei. Für viele Vereine, genau. Aber eine Frage muss ich mir stellen. Lässt sie nicht los, ne? In dem Verfahren im Mai wird auch Axel Hellmann, der Frankfurt-Vorstand, antreten. Weil es ein laufendes Verfahren ist, würde ich das auch nicht bestätigen. Ja? Also da, es wurde, und ich glaube, das wurde von der Richterin gesagt, denn Herr Hellmann, zur Aussage, wird er eingeladen. Ob das dann Axel Hellmann ist, werden wir dann sehen. Herr Hellmann stand da. Und daran halte ich mich auch. Und deswegen will ich auch darüber nichts sagen. Aber trotzdem nochmal, ich freue mich, weil das ist ein Zeitfenster, wo ich jetzt sehen kann, eruieren kann und sagen kann, okay, alles klar, dann ist dieses Ding auch erledigt. Ja, und dann geht es weiter von da. Wir wollen noch über einen Ihrer Ex-Clubs sprechen, auch Eintracht Frankfurt. Nach 6 sieglosen Spielen gestern immer wieder ein Erfolg in Heidenheim. Aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl, dass der Trainer weiterhin, dass Dino Topmöller weiterhin so ein bisschen unter Druck steht da. Ja, ich war letzte Woche beim Spiel gegen Wolfsburg in Frankfurt. Also es war schon eine sehr negative Energie eigentlich im Stadion. Habe ich eigentlich selten, und ich war ja lange dort, selten so gespürt. Eine sehr Unzufriedenheit. Das Spiel ging ja auch 2-2 aus, ne? Kurz vor Schluss mit Marmoush noch dem Treffer. Gestern haben sie es ganz ordentlich gemacht, haben den Maulwurf schon, haben sie ja selber so einen Spaß, glaube ich, draus gemacht, schon im letzten Sommer losgeschickt nach Heidenheim, damit er da einen schönen Hügel baut. Ja. Gut gearbeitet. Ja, da war wirklich ein Slapstick-Tor dabei, also sie haben eigentlich wenig gemacht, einmal aufs Tor geschossen, 2-0 geführt. Es sieht noch nicht spielerisch so aus, wie vielleicht die Eintracht-Fans und das Umfeld sich das wünscht. Aber es ist Hammerjammern auf hohem Niveau und das habe ich auch dem einen oder anderen in Frankfurt letzte Woche im Stadion gesagt, ihr seid Sechster, was wollt ihr denn? Ja. So, alles gut. Ihr seid auf dem Weg Europa. Klar will man nach vorne angreifen. Klar hat man eine tolle Transferperiode gehabt. Diese Spieler brauchen aber auch Zeit, muss man auch wissen. Die kommen aus dem Ausland.
Die muss auch erstmal richtig integrieren und so. Und da sind gute Fußballer dabei. Sie werden ihren Weg machen und wir sehen sie nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in Europa. Da würde ich mich freuen. Ich glaube aber, viele in Deutschland freuen sich, die Eintracht immer in Europa zu sehen. Eigentlich haben Sie ja Stimmt oder Stuss gerade sehr souverän überstanden, aber ich würde nochmal auf dieses Gerücht von Aki Watzke und seinem potenziellen Nachfolger gerne zurückkommen, denn da hält sich auch Krösche hartnäckig. Sofern das eintritt, könnten Sie sich vorstellen, dann zur Eintracht wieder zurückzukehren? Man kann sich immer vieles vorstellen. Mhm. Ja? Es hat immer nur mit Gesprächen damit zu tun, am Ende des Tages, wo man dann wirklich hingeht. Und ich werde mir dieses Jahr schon, oder dieses Mal auf jeden Fall viel mehr Zeit lassen als vorher. Und genau hinhören und genau über abwägen, was der richtige Schritt, der nächste Schritt sein soll. Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, ganz klar. Ja? Deswegen einfach so pauschal was zu sagen. Und jetzt auch Markus, dass er jetzt dann schon der macht einen guten Job in Frankfurt. Super. Mhm. Ja, also, aber da müssen Sie ihn fragen am Ende des Tages, ob er wirklich aus Frankfurt weg möchte. Klar. Was wäre für Sie ausschlaggebend bei Ihrer Entscheidung? Also was sind die ausschlaggebenden Faktoren, weil Sie gesagt haben, Sie würden sich jetzt mehr Zeit lassen? Es sind immer die Menschen, mit denen du zusammenarbeitest. Mhm. Ne? Die Gremien, die du um dich herum hast. Ja? Und, oder die Eigentümer, die du um dich herum hast. Ne? Weil das Ausland spielt auch eine große Rolle. Ja? Muss man ganz klar sagen. In Deutschland ist es nicht mehr so, dass ich mir jeden Verein unbedingt da und da arbeiten möchte, sondern es ist schon ein bisschen limitiert, ja, und dementsprechend schaue ich natürlich auch viel im Ausland und da sind die Strukturen ein bisschen anders. Schauen wir nochmal auf den VfB Stuttgart, auch das einer Ihrer Ex-Vereine, glänzende Zeit dort gehabt. Die spielen jetzt auch wieder eine richtig starke Saison, die Ihnen kaum einer in dieser Weise zumindest zugetraut hat. Und der große Star auch ist hier wahrscheinlich sogar der Trainer, Sebastian Hoeneß. Der ist so überzeugend bisher, dass er sogar von Bayern beobachtet wird im Sommer, falls das mit Alonso nicht klappen sollte. Ist das zu früh für ihn? Persönliche Meinung ist zu früh. Ja, ich glaube, das weiß er vielleicht auch selber. Ich glaube, Sebastian kann sich sehr gut selbst einschätzen. Er macht mir einen sehr aufgeräumten Eindruck. Er hat eine überragende Arbeit bis jetzt gemacht beim VfB Stuttgart. Das muss man ihm hoch zurechnen, was er da mit seinem Team geleistet hat. Der VfB ist dieser Spielverderber für die Großen gerade da vorne, ja, wenn es gerade um die Champions-League-Plätze geht. Und ich glaube auch, wenn ich das so gestern mir das Spiel angeschaut habe, können sie sogar durchziehen. Und für Sebastian wäre es vielleicht ganz nett, mit VfB durch Europa zu reisen. Ob es die Champions League am Ende des Tages ist, wird man sehen. Das wäre eine Sensation. Das wäre genauso hoch anzurechnen für Sebastian Hoeneß, wie wenn Xabi Alonso die Meisterschaft gewinnt mit Leverkusen. Da würden die auf einem Level. Das wären eigentlich die zwei Top-Gewinner. Da gibt es gar keinen, der ist jetzt drüber, nur weil er Meister ist. Das ist beides eigentlich, wo du sagst, eine unglaubliche Leistung. Und er hat jetzt natürlich ein ganz anderes Wahrnehmen bei vielen anderen Clubs. Ja. Aber du weißt natürlich auch, allzu oft ruft Bayern München nicht an. Aber man muss ja nicht gleich immer der erste Schritt sein und muss ja immer gleich der Schritt sein. Man muss dahin und Onkel oder Familie oder wie auch immer. Ja, er war in Hoffenheim kurz. Ja, so lange war er da auch nicht. Hat jetzt 100 Bundesligaspiele, glaube ich, gestern gemacht. Das war das 100. Also ich finde schon, dass es noch ein Tick. Bayern München ist schon, da musst du schon das Rüstzeug haben und du musst auch was aushalten können und musst vielleicht auch schon einiges erlebt haben im Fußball, damit du das auch rocken kannst. Was ist denn, wenn Bayern bei Gerassi anruft? Ist ja einfach. Er hat eine Ausstiegsklausel. Wenn Bayern das zahlen möchte und sein Gehalt dazu, dann können sie die, glaube ich, ziehen. Ja, das weiß ja jetzt jeder im Endeffekt, dass er eine Klausel hat. Und wenn sie das Gehalt für ihn zahlen wollen, dann können sie ihn ziehen, ohne Probleme. Ja, das können die Bayern machen, das müssen sie aber selbst entscheiden. Hätte der schon Bayern-Format, Ihrer Meinung nach? Er hat es noch nicht über 3-4 Jahre bewiesen, dass er so viele Tore macht pro Saison. Ja, muss man auch sagen. Ja, wenn ich mir jetzt den Spieler anschaue, der ist auch nicht mehr 20. Ja, aber hat natürlich ein überragendes Jahr, hat einen riesen Impact für den VfB. Aber es ist nicht so, dass er die letzten 4 Jahre die Liga auseinandergeschossen hätte. Und die Bayern haben auch noch Harry Kane, darf man auch nicht ganz vergessen. Der war ja auch nicht so ganz günstig, ne? Glaube ich. Die 100 Millionen hätten sie wahrscheinlich Stand jetzt auch lieber verteilter investiert. So, halten wir fest, eigentlich alle großen Top-Clubs haben gerade so ein Stück weit Krisenstimmung und die Clubs, denen man es weniger zugetraut hätte, wie Leverkusen und Stuttgart, fliegen, oder? Ja, das ist interessant an der Liga dieses Jahr, so ein bisschen auch, dass da so ein paar Überraschungen dabei sind. Ne? Im Mittelfeld ist es auch eigentlich ziemlich langsam, aber plötzlich ist dann so ein Heidenheim dabei. Ja? Unten ist so ein Schneckenrennen gefühlt. Ja? Also ich bin gespannt, was so die letzten Wochen dann auch bringen der Saison. Es kann schon noch spannend werden. Vielleicht hat noch einer einen richtigen Lauf, womit wir jetzt noch nicht rechnen. Ja? Mhm. Und dass da ein bisschen Bewegung reinkommt, weil aktuell ist alles ziemlich fest zementiert. Es geht nur um 1-2 Plätze manchmal.